Sali und grüezi miteinander und ich hoffe, das geht mit dem Licht. Ja, fast ein wenig besser. Jetzt sitze ich auch zwischen meinen Blumen. Ja, ich habe ja die Just a Box abbestellt und jetzt mal für 3 Monate vernascht die Welt bestellt. Eine ganz andere Rubrik, ich weiß, aber ich bin mit dem Licht schon ziemlich zufrieden. So, jetzt. Aber trotzdem, ich dachte mir, das wäre doch auch was. Und ich war so schlau, sie ist gestern oder vorgestern angekommen bei mir und ich habe sie einfach mal in den Kühlschrank gepackt, denn ich weiß, es ist auch gerne Schokolade und sowas drin und das macht ja Sinn, wenn das vielleicht etwas gekühlt ist an diesen heißen Tagen. Ich weiß auch nicht mehr, ob sie vielleicht so formschön sein werden und dein monatliches Abenteuer beginnt jetzt. Und ich sehe auch schon, das Motto ist nicht ganz mein Motto, die EM 2021. Und hier kommt der Prospekt mit. Ja, mit den Produkten und etwas von der EM erzählen sie auch noch. Und ein kleines Quiz. Und jetzt bin ich ganz ehrlich, ich bin überhaupt kein Fußballfan und bedeutet mir leider gar nichts, aber ich lese trotzdem vor. Willkommen, liebe Naschkatzen. Die Snackbox in diesem Monat hat ein ganz besonderes Thema, denn wir besuchen nicht nur ein Land, sondern bereisen mit Hilfe der EM 21 ganz Europa. Richtig gehört, für euch bleiben wir am Ball, stürmen aufs Feld und erobern die leckersten Süßigkeiten, damit ihr bei jedem Torjubel den passenden Snack an eurer Seitenlinie habt. In diesem Sinne, olé, olé. Ja, ich werde es trotzdem snacken, auch wenn ich jetzt nicht ein EM-Fan bin. Dann ist so eine nette Postkarte mit dabei, wahrscheinlich mit all den Fahnen, Flaggen, wie auch immer, wo die EM gespielt wird oder wer mitspielt, sorry, eben kein Körn. Naja, egal. Wir schauen jetzt rein. Und das Erste, was ich sehe, ist von der Marke Lay's. Das sagt einem etwas. Chips. Auf Russisch würde ich sagen, an der Schrift und irgendwie mit Feta-Käse. Schrecklich klingt das, wenn man hungrig ist. Ich schaue mal, ob ich es finde. Jawohl. Lay's. Ah no. Ofengebackene Kartoffelchips mit zartem Käse und Kräutern. Russland sendet Grüße. Oh, sind einige Chips mit dabei, sehe ich hier. Also respektiv 3, so auf den ersten Blick. Wir versuchen die jetzt. Ich möchte nicht alles immer auspacken und versuchen, aber diese versuchen wir jetzt. Die Lay's. Es duftet bekannt irgendwie. So kommt es daher. Sie sind käsig und kräuterig und sehr kartoffelig, würde ich jetzt sagen. Kann man das sagen? Kartoffelig? Ich sage es. Finde sie nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Ich liebe Chips über alles. Und ein wenig rüber, damit man sie fertig essen kann. Ja. Dann sind eben noch Chips mit dabei von Proper Sweet Sriracha Chili Lentil Chips. Und hier steht scharfes Vergnügen, süße und würzige Aromen der Sriracha Chili Soße mit feurigem Cayennepfeffer. Proper Snack für jede Situation. Okay, es steht anscheinend nicht überall, aus welchem Land das es genau kommt. Main in the UK, also London, steht hier drauf. Werde ich noch verschlossen lassen, wie gesagt.
Wir machen aber weiter mit von Nesquik. Von Nesquik habe ich hier, da hätte es zwei Sachen gegeben, entweder Nesquik oder Cheerios Honey. Oh, das klingt auch lecker, aber könnte ich sowieso nicht essen. Und hier steht ein leckerer Kakaokeks mit Milchcreme-Füllung. Den möchte ich noch verschlossen lassen. Ja, den möchte ich noch verschlossen lassen, weil er mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so lustet, sagt der Schweizer. Hier sind die dritten Chips noch, und zwar von Doritos. Und die Doritos Geschmacksexplosion mit Knuspereffekt. Maischips mit Honig-Barbecue-Flavor. Etwas für meinen Schatz, ich bin nämlich allergisch auf Honig. Der muss mir halt dann berichten, wie es ist. Kommt aus den Niederlanden. Belgien, Niederlanden. Lass mein Schatzi versuchen. Der ist cool. Superman. Und der Superman hat, glaube ich, auch schon etwas gelitten. Und zwar auch Superman braucht mal eine Superstärkung. Fluffiges Gebäck mit Schokoladencreme gefüllt. Und woher bist denn du? España! Viva España! Kommt der Dulce Sol. Soll ich da reinbeißen? Komm, wir versuchen den. Ich habe zwar Angst, dass es eine Mordsauerei gibt, weil er so bröselig aussieht. Aber nee, nee, das geht schon. Komm. Ich versuche den jetzt. Riecht wie die italienischen Gipfeli, Brötchen mit Schokoladenfüllung. Ich versuche ihn mal kurz ganz auszupacken. So kommt er daher. Ja, das erinnert mich wirklich an das. Und das schmeckt auch so. Ach, ich liebe die aber. Den könnte ich jetzt wegfuttern. Aber es gibt noch Abendessen. Also, er ist extrem süß. Aber lecker. Lecker, lecker. España. Habe ich hier auch noch etwas Witziges? Entschuldigung. Polly Bilar. Polly Bilar kommt aus Malmö. Wo ist Malmö? Keine Ahnung. Vielleicht steht etwas. Wir haben hier mehr Marshmallows mit Schokoüberzug und einem Hauch Pfefferminze. Das klingt gut, denn ich mag auch die After Eights. Ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Also wenn es jemand weiß, sagt es mir. Es steht noch irgendwie. Nein, ich kann. Ich weiß nicht, ob es aus Dänemark kommt. Keine Ahnung. Die werde ich auch zu einem späteren Zeitpunkt probieren. Die kommen auch in den Kühlschrank hier, ne? Oh. Oh, der Chocoboy. So, Chocoboy hat eine russische Schrift wieder. Und der Chocoboy, die Pilze sind los. Pilzförmige Minicakes mit Blaubeergeschmack. Oh boy, sind die lecker. Oh boy, wo kommst du her? Oh boy, oh boy, oh boy. Ich weiß es nicht, denn ich kann es echt nicht lesen. Ist nicht meine Schrift. Russia, Russia, nochmal Russia. Ich habe gedacht, wir haben Russia schon, aber macht nichts. Was habe ich denn noch? Ich mag nicht mehr süßes Essen. Ich lasse es jetzt einfach mal zu. Ich lasse es zu. Kommt aber auch in den Kühlschrank. Dann haben wir. Oh, das klingt auch so cool.
Von Maltesers Biskuit aber. Das scheinen eine ganze Teile zu sein. Das versuchen wir jetzt noch. Und zwar, hier steht es auch, Maltesers Biskuit. Wenn man denkt, lecker kann es nicht werden. Was? Knuspriger Keks mit Honeycomb-Stückchen, Milchschokoladen und überzogen. Kommt diese Bäckerei um die Ecke? Gut, ich habe gar nicht gewusst, dass in Maltesers Honig ist. Okay, dann kann ich jetzt doch nicht essen. Hat mein Schatz hier wieder frei. Und das kommt anscheinend. Nein, das ist der Importeur. Der ist aus Irland. Gar nicht so einfach. Stehen so viele Sachen darauf. Also Dublin steht drauf. Schatzi wird sich freuen. Er hat Honigprodukt. Dafür klingt das auch wieder so lecker, aber ich mag es nicht probieren, noch nicht. KitKat, guckt euch diese süße KitKat an. KitKat mit Spring Edition Raspberry. I love you. Och, ist das nicht niedlich? Das finde ich ultra süß. Und hier ist es in die Air. Weiß und Milchschokolade mit Himbeergeschmack und knuspriger Waffel. Oh. Lecker, lecker, lecker. Hier ist auch wieder alles so quasi auf Russisch geschrieben. Ja, kommt in den Kühlschrank. Ich mag nicht so gerne weiße Schokolade, aber ich denke, wenn mit Raspberry-Füllung ist, lohnt es sich zu versuchen. Das würde ich jetzt so behaupten. Und zu guter Letzt, und das versuchen wir doch, habe ich hier von 7UP Zitronen und Minze. Zitrone und Minze. Das klingt auch mega lecker und erfrischend. Ich sehe aus, ne? Ich komme von der Arbeit übrigens und habe jetzt hier noch einen Kühlschrank installiert. Cool. Damit ich meine Gesichtsmasken und Co. kühlen kann. Schmeckt extrem minzig. Extrem. Ach Leute, das ist so cool. Extrem süß, aber extrem minzig. Ach, lecker. Lecker, 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 lecker. Lecker. Also, meine erste vernaschte Weltbox. Naja, gut, ich habe drei Produkte versucht. Diese drei Produkte habe ich gemocht. Zwei kann ich nicht essen, da ich Allergiker bin. Das spielt aber keine Rolle, denn ich weiß, wer es vernaschen wird. Und dass es jetzt das Motto EM ist, ich glaube, das habe ich jetzt nicht so gemerkt. Für mich ist es einfach eine vernaschte Weltbox. Und ich freue mich auf die nächsten zwei. Und ich freue mich, diese Dinge auszuprobieren. Und ich habe Freude. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es mal nicht um Beauty etc. und Co. geht. Das spielt nämlich keine Rolle. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer. Und sage euch Tschüss.